Bundesregierung hat den diesjährigen Tag der offenen Tür jetzt offiziell abgesagt. Dieser hätte vom 15. bis 16. August stattfinden sollen. Zehntausende Bürger nutzen regelmäßig die Möglichkeit zur Besichtigung der Ministerien und des Kanzleramtes. Bund und Länder hatten entschieden, dass Großveranstaltungen bis einschließlich 31. August untersagt sind. In Österreich dürfen Hotels und andere Beherbergungsbetriebe ab dem 29. Mai wieder öffnen. Das teilte die Regierung in Wien mit. Als Grund wurde der Erfolg bei der Eindämmung der Corona-Pandemie angeführt. Zugleich hieß es, in Gastronomiebetrieben könne mit neuen Regeln bereits am 15. Mai die Arbeit aufgenommen werden. Zudem wurde angekündigt, die Ausgangsbeschränkungen nach fast 7 Wochen aufzuheben. Ab dem 1. Mai sei lediglich ein Mindestabstand von 1 Meter zu Menschen, die nicht im gemeinsamen Haushalt lebten, notwendig. Die Regierung warnte vor dem Eindruck, dass die Krise bereits vorbei sei. Es gelte, eine zweite Erkrankungswelle zu vermeiden. Seit Mitte März war es der Bevölkerung in Österreich nur bei triftigen Gründen erlaubt, das Haus zu verlassen. Allerdings war Bewegung im Freien, zum Beispiel Spaziergänge und Radfahren, gestattet. Der EVP-Vorsitzende und ehemalige EU-Ratspräsident Tusk hat die Partei Polen aufgerufen, sich nicht an der Präsidentenwahl im Mai zu beteiligen. Er selbst werde am 10. Mai nicht wählen gehen, sagte der frühere polnische Ministerpräsident in einer Videobotschaft. Die Situation, die von der Regierung vorbereitet worden sei, habe mit Wahlen nichts gemeinsam. Die Abstimmung sei weder frei noch gleich, weil keine Möglichkeit zu einer Wahlkampagne bestehe. Die Opposition in Polen verlangt wegen der Corona-Epidemie und der Einschränkungen des öffentlichen Lebens eine Verlegung der Wahl. Die nationalkonservative Regierungspartei PiS ist dagegen.